Was für ein toller Erfolg für die Chemiefirma Soten aus Bad Kreuznach. Dieses kleine Gerät mit dem Namen Eco N2 kann dafür sorgen, dass viele Heizungen in vielen Häusern künftig klimaschonender gewartet werden können. Genauer gesagt, ihre Ausdehnungsgefäße. Deshalb wurde diese Idee der Firma Soten auch schon mit dem Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz belohnt. Es hat sich so entwickelt, dass wir uns dachten, man müsste doch die Ausdehnungsgefäße mit Stickstoff befüllen können, mit einem kleinen, kompakten Gerät, statt umweltfeindliche Treibhausgase einzusetzen. Gesagt, getan. In der Hand eines guten Installateurs kann das klimaneutrale Eco N2-Gerät bei jeder Wartung von Heizungen sinnvoll eingesetzt werden. Zum Druckausgleich wird nur umweltfreundlicher Stickstoff verwendet. Bisher gelangten bei einer solchen Heizungswartung häufig aus den herkömmlichen Dosen schädliche Treibhausgase in die Luft. Nun haben wir hier Stickstoff in eine Druckgasflasche hereingebracht, die mit diesem Gerät jetzt dieselbe Funktion hat. Und Stickstoff, wir leben ja hier in 77% Stickstoff. Und in diesem Sinne ergibt das dann eine Null-Emission statt dieser anderen Treibhausgase, die sich halt in einem viel höheren Emissionsbereich befinden. Soten stellt normalerweise Chemikalien her, aber Thomas Schröder hat mit der Entwicklung des Gefäßfüllers Eco N2 einen ganz anderen Weg eingeschlagen und der wurde sofort prämiert. Die mit Stickstoff gefüllten Druckgasflaschen sind nämlich gleich doppelt umweltfreundlich. Unsere Druckgasflasche besteht aus Metall und wird natürlich zu 100% der Wiederverwertung zugeführt, im Gegensatz zu den Spraydosen, welche unter Sondermüll fallen würden. Schon fast 1000 seiner Gefäßfüller hat Soten mittlerweile verkauft. Tendenz steigend.